Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zum Finale der Europameisterschaft im FIFA 16, mein eigenes Turnier. Das ist quasi das Ende der Serie von Paderborn to be Wild. Da hatte ich gesagt in FIFA 15, ich mache noch die EM hinten dran, mache die jetzt hier in FIFA 16 und jetzt sind wir im Finale gegen wen? Nicht gegen Spanien, nicht gegen Italien, nicht gegen Frankreich, nein, gegen Russland. Die sind nämlich im Halbfinale gegen die Schweiz weitergekommen, nachdem auch noch Frankreich rausgehauen wurde von der Schweiz. Richtig krass. Ich muss aufstoßen, aber ist auch jetzt egal. Die Aufstellung musste sich ein wenig ändern im Gegensatz zum Halbfinale, in dem wir souverän 4:0 gegen die Italiener weitergekommen sind. Ja, Müller ist wieder vorne im Sturm. Auf der rechten Seite haben wir Schürrle heute mal zur Abwechslung. Hector, Emre Can kann nicht spielen, der ist nicht ganz so fit. Da ist Ginter für drin und Schweinsteiger ist jetzt erstmal draußen. Für ihn spielt Christoph Kramer und die Russen spielen mit ihrer eigenen Aufstellung. Die werden wir dann auch mitbekommen während des Spiels. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Volles Spiel, 6 Minuten Halbzeit, Schwierigkeitsstufe Profi. Und Dreierpack im letzten Spiel war Thomas Müller, das war einfach episch. Wer kann sowas toppen? Das kann ja nur ein Lewandowski toppen mit 5 Toren in einer Halbzeit, ja. So macht man das nämlich. So, Emre Can. Gündoğan, meinte ich. Ja, hier, und dann gerade noch so geklärt. Russland also hier sicher erstmal hinten, aber jetzt gibt es die Ecke. Und da ist ja ein Müller gut für. Reus. Der Ball tropft ab. Und dann haben wir schon mal ein paar Schüsse hier aufs Tor in den ersten Minuten von den Russen. So, haben wir denn mal hier auch einen freistehen? Ja, da zum Beispiel haben wir einen Russen freistehen. Den kann man da mal gerne anspielen. Und faul. So, ich gehe jetzt gleich hier auf offensiv. Ich will hier frühe Klarheiten haben. Zum Beispiel mit Gündoğan, der hier den Ball direkt mal verliert. Meine Spieler rennen sich gegenseitig an. Das ist auch mal super. Ui! So. Schürrle jetzt durch. Ah, da kann man mal hier so einen Doppelpass wagen. Aber das hat sich dann auch schon wieder erledigt. Müller ist doch dran. Nee, er kommt nicht mehr dran an den Ball. Schade. Das wäre schon wieder eine gute Schussmöglichkeit gewesen. Gündoğan. Toni. Nachschuss. Kramer. Christoph Kramer sieht endlich auch mal mit einem originalen Gesicht realistischer aus. Das freut mich doch. Bei den Russen ist da wahrscheinlich nicht so viel. Was ist das jetzt? Ach, immer noch Hand, was immer noch eingestellt ist. Habe ich wieder vergessen auszustellen. Sorry dafür, aber ich denke mal, das ist ja jetzt so schlimm nicht. Und so oft passiert es ja dann auch nicht, hoffe ich mal. So, jetzt nochmal Kramer. Aus dem Hintergrund. Der will es aber heute wissen. Pressing. Gündoğan. Und ich dachte, Müller steht auf und geht gleich wieder ins Richtung Tor. Aber das war leider nicht der Fall. Müller ist jetzt auf bestem Weg, Torschützenkönig hier der EM zu werden. Ich glaube, da waren noch nicht wirklich welche, die viel mehr Tore geschossen hatten. Und Gündoğan. Und Müller. Oh. Er braucht aber jetzt gerade ein paar Chancen hier, ne? Um mal was zu reißen. Shit, ey. Wenn sich das mal am Ende nicht rächt gegen Russland. Komm. Gündoğan. Oh.
Schürrle wird da ganz schön angegangen. Kommt, na Schuss! Er war abseits. Er war abseits, schade. Ay, Mann, hier brennt aber die Hütte hinten. Also das Tor liegt ja eigentlich in der Luft, würde ich jetzt mal grob sagen. Da bräuchten sich die Russen nicht beschweren, wenn es denn jetzt hier klingelt. Aufpassen jetzt in der Mitte. Und... ach, Mist, war doch ein Foul. 29 Minuten vorbei, Leute. Schon der ein oder andere Schuss aufs Tor. Aber noch nicht mit Erfolg. Toni Groß kriegt den Ball hinten nicht raus. Und die Russen kommen jetzt hier vorne und bringen mich in Bedrängnis. Und was gibt's da? Es gibt einen Stürmerfoul. Da singen die schon Sieg wieder, die Zuschauer. Und wir haben noch lange nichts gewonnen. Komm, durch auf Ginter. Ah, der holt immerhin die Ecke raus. So, eine kurze Ecke heute. Gegen. Nein! Komm, noch einmal zubbeln. Und außen ist alles frei. Freie Born mit Marzipan. Und jetzt auf Müller. Wenn er schon nicht selber macht, dann wäre es eine Vorlage. Auch nicht. Schön. Gündogan. Schürrle. Toni! Nachschuss! Nochmal ein Schuss! Das gibt's nicht. Die Kugel will hier nicht ins Tor. Also das waren jetzt so sichere Dinger. Das kannst du nicht nochmal machen, sowas. So viele Dinger kannst du nicht mal, wenn du das willst, daneben schießen. Gleich ist Halbzeit und Russland ist hier sehr gut bedient mit dem 0:0. Sehr, sehr gut hier im Finale bedient. Und jetzt kommen die nochmal. Jetzt kommen die hier nochmal an. Ich glaub's nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Aber der Ball hier auf Manuel Neuer direkt. Das war wieder ein Scheißabwurf. Warum geht da keiner von mir hin? Achso, dann wurde schon abgepfiffen irgendwie. Oder vielleicht haben die es gepeilt, nur ich noch nicht. So. Oder pfeift jetzt eh ab. Oder lässt er noch mal eine Möglichkeit? Müller. Müller! Pfosten! Ja, von daher hätte ich auch nicht schießen dürfen. War der nicht am Pfosten oder was? Na gut, okay, da kommt. Komm. Und Ginter! Also das ist hier eine Schießbude, was hier abgeht. Das ist die reinste Schießbude. Ich guck mal, wer jetzt hier noch fit ist. 6:2, 10:2 Schüsse aufs Tor. Gündogan muss raus. Da kommt jetzt Özil für rein. Und den Rest lasse ich jetzt erstmal so. Podolski wird auch noch kommen, später oder früher. Und wichtig ist, dass jetzt ein Tor kommt. War Podolski jetzt auf der Bank diesmal? Oh oh. Oh. Ich habe da gerade ein Tor gesehen, innerlich. Ich habe da innerlich sowas von ein Tor gesehen. Das wäre mein Untergang gewesen. Wenn ich jetzt hier zurückliege, dann wird dieses Spiel der Wahnsinn. Ich meine, es macht mich jetzt schon wahnsinnig, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh, sowas macht mich auch wahnsinnig. Foul, ne? Nee. Özil.
Messi. Ja. Aber es läuft. Es läuft. Also chancenmäßig bin ich so gut dabei. Am Ende wird es nämlich durch einen Elfmeter oder eine Ecke entschieden, ne? Für Russland. Toni! Und da ist das Ding drin. Özil hat's gemacht. Das 1:0. Schön rausgespielt. Der Kopfball, er steht da bereit. Toni hier durch und dann nochmal nach außen gespielt. Ich hatte schon kurz überlegt, schieße ich jetzt selber mit Toni. Und dann der kluge, die kluge Flanke in die Mitte. Özil hier rein das Ding geköpft. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, aber er macht das Ding, der erlösende Führungstreffer jetzt für Deutschland hier in meinem EM-Finale. Hochverdient, muss man auch sagen, weil einfach die maximalen Chancen auf meiner Seite waren und Russland eher hinten gucken muss, wie sie verteidigen. Aber jetzt haben sie sich überlegt, jetzt wachen wir mal auf und dann kommen sie und dann ist das Ding hier auch nochmal knapp so wie, oh, so eine Situation habe ich ja auch schon gehabt im Spiel und jetzt Russland. Die hätten hier ausgleichen können gerade. Und das wäre so bitter gewesen. Direkt danach den Ausgleich kassieren. Das zieht einen richtig runter, sowas. Christoph Kramer. Reus. Verliert den Ball. Hat ihn nie richtig gehabt. Ein bisschen Druck machen hier auf den ballführenden Spieler. Aber das führt alles zu nichts. Weil sie hier klar spielen. Doch, da kommt Müller dran. Einmal kurz. Es gibt Vorteil. Ich werde jetzt mal kurz, auch wenn es jetzt mitten im Spiel ist, Reus muss raus. Reus ist einfach nicht effektiv genug heute. Schweinsteiger kommt rein für Kroos. Der ist einfach nicht mehr fit genug. Vielleicht hätte ich Rudi mitnehmen sollen. Oh, ey. Oh, schön. Müller will auch noch mal einen treffen in dieser EM. Aber wenn er nicht trifft, dann ist auch egal. Hacke hier und Stürmerfoul. Ich glaube, Stürmerfoul war es. Das wäre ein richtig geiles Tor gewesen von Reus. Habt ihr das gesehen mit der Hacke? Hier, jetzt pass auf. Zack. Bam. Warum ist das jetzt abseits? Kam der andere direkt noch dran? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, die Auswechslung. Podolski kommt rein für Toni Kroos. Nee, eigentlich ja nicht. Für Reus. Oh oh. Oh oh. Wenn die Russen im Strafraum kommen, dann ist es immer gefährlich. Ja, ja. Das kann schneller gehen, als man denkt. Ich brauche jetzt noch einen zweiten Treffer, damit hier ein bisschen Ruhe im Karton ist. Ja, schön. Podolski wird hier mit einem Machtschuss angeschossen. Ein Machtpass. Und den holt sich Müller. Da lässt er sich nicht lumpen. Oh, getunnelt. Und das Ding ist drin. So schnell geht's dann. Ein Fehlpass von den Russen. Und dann ist das Ding drin. 2:0 im Finale. Müller hat ihn selber eingeleitet, dann hier über außen Özil mit der Vorlage und dann eiskalt reingebammt das Ding. Und somit steht es hier 2:0 durch Tore von Özil und Müller. Oh oh, das war jetzt nicht gut von mir. Nicht gut. Abseits. Puh. 73. Minute. Wir haben jetzt alles an Auswechselkontingent verbraucht. Mehr geht nicht. Kramer. Oh, Kramer. Packt mal jetzt hier so einen Pass aus. Schade, dass die Grätsche nicht geklappt hat. Und Schürrle zurück zu Manuel Neuer. Und hier auf der linken Seite ist eigentlich alles im grünen Bereich. Oh.
Oh, der kommt an. Podolski mit der scharfen Reingabe. Es muss spektakulär bleiben, deswegen habe ich das jetzt auch so gemacht. Schweinsteiger schießt die Ecke. Ah, die geht nicht rein. Hector. Oh, schade, wollte Podolski durchgeben. Und jetzt ist hinten offen. Eigentlich müsste es ja andersrum sein, dass die Russen jetzt hier auf volle Offensive gehen, aber dabei mache ich das gerade. Muss ich gleich mal ändern, wenn ich kann. Oh! Unglücklich zum Gegner gegeben. So. Ja, jetzt stehen die hier sehr offensiv. Ich mache jetzt auf Konter. Und auf Defensiv. Und dann sollte das Ding hier sicher durchgespielt werden. Vielleicht noch so einen glücklichen Treffer am Ende, weil die jetzt All-In gehen müssen. Jo, das sieht gut aus. Schweinsteiger, aber der ist einfach arschlangsam. Aber mit dem richtigen Pass kann das auch nochmal klappen. 3-0. 3-0 im Finale. Und es ist schon wieder Müller, der hier den Treffer macht. Schön unter die Latte geknallt. 7 Tore in der EM. Damit ist er definitiv EM-Torschützenkönig. Da kann er nichts mehr gegen machen jetzt. Da kann keiner mehr was gegen machen. Die Russen sind verwirrt. Was mache ich mit dem Ball? Und wir sehen, jetzt ist Deutschland komplett in der eigenen Hälfte. Alle zusammen, kompakt. Kommt nochmal eine Flanke rein. Aber die Nachspielzeit läuft. Jetzt ist es ihm nicht mehr zu nehmen. Vielleicht nochmal hier ein Angriff. Der Torwart muss ganz weit rausgehen. Wenn es jetzt ganz schnell geht. Nee, geht's nicht. Dann ist da einiges möglich. Und wir sind Europameister und Weltmeister. In meinem Fall. Sehr schön. Die Kameras werden gezückt. Und jetzt kann die Party so richtig losgehen. Wir gucken uns mal die Animation an, was es hier so gibt Neues. Ja, Verlierer an, die wird auch gedacht. Oh, jetzt sind aber einige Leute auf dem Platz, ne? Ja, da haben sie sich was Neues einfallen lassen, ein bisschen. Deutschland! Deutschland! Schön. Das war's schon, ne? Das kennt man auch noch aus dem letzten FIFA, würde ich jetzt mal sagen. Ja, hier nochmal bei den Schiedsrichtern bedanken. Und die Party, jetzt alle Spieler da. Blatter nicht mehr am Start. FIFA, adieu. Und mal gucken, Hummels darf jetzt den Pokal in die Hand nehmen. Europameister ist Deutschland! Sehr schön, wie wir das hier beenden können. Schwarz und Weiß, wir stehen auf eurer Seite. Ja, oder was wäre noch hier? Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben. Herrlich. Ja, damit ist Deutschland Europameister und wir feiern hier alles ab, was nur abzufeiern geht. Danach wird nochmal saufen hier, Quicktime-Event saufen und sowas alles kommen. Gehe ich ganz klar von aus. Das ist übrigens hier das neue Stadion von Marseille, das umgebaute, überarbeitete Stadion. Ich habe das jetzt als Finalstadion genommen. Und ja, jetzt hat man mal ein bisschen mehr hier vom Abspann am Ende. Das Feuerwerk, das obligatorische und das obligatorische Siegerfoto, oder was? Ja, da kommt das Foto. Foto. Selfies. Ja, und jetzt die Highlights nochmal zusammengefasst. In diesem Sinne danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, bei meiner EM zuzuschauen. Damit geht die EM vorbei. Siegreich für Deutschland. Und auch für mich jetzt natürlich positiv. Wir gucken ganz kurz nochmal in die Statistik rein, was dann hier am Ende passiert. Das war ein souveräner Sieg. Und Müller müsste jetzt auch der Torschützenkönig sein.
wie gesagt, hier nochmal die Tabelle, der Verlauf. Und hier sehen wir es auch, Müller vor Benzema mit 7 Toren, Benzema 3 Tore geschossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns wieder in meinem Karrieremodus, im FIFA 16, im Ultimate Team Modus oder sonst wo. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, werdet ein Modern Consumer und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer.